Hallo Leute, willkommen bei diesem Sims 4 Let's Build Video. Ich baue eine 100 Baby Villa für meine 100 Baby Challenge und dies ist Teil 15. Ja, und ich denke mal, ich muss hier oben noch ein bisschen was machen. Und zwar zum einen dachte ich, eigentlich sind die Sofas, die ich auf dieser Terrasse habe, auch für Jennys Privatterrasse sehr schön. Da stelle ich mal zwei hin. Nein, die bleiben nicht so, keine Sorge. Ich will mir nur auch diesen kleinen Feuertisch holen, weil den finde ich super cool. So, und was wollte ich auch noch haben? Es gibt doch so ein Sonnensegel. Ich weiß nur leider nicht genau, wo das ist. Vielleicht finde ich das unter Sonnensegel. Ich probiere mal. Sonnenbraut. Sonnenanbeterlampe. Nee, ich glaube, das gibt es nicht mit dem Suchwort Sonne. Dann ist es bestimmt bei Deko, bei den größeren Objekten oder so. Ich guck mal, ob ich es hier finde. Ich glaube, wir haben inzwischen sogar mehrere. Und irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass es beim neuen Pack vielleicht auch sowas gibt. Ich meine, sowas wäre auch klasse. Ich hole den mal raus, damit ich den schon mal da habe. Aber ich dachte an das andere. Ich glaube, das ist mit dem Kleinkinderpack gekommen. So. Im Zweifelsfall filter ich einfach nach dem Kleinkinderpack. Hier, das da meine ich. So. Ja. Ja, und wenn ich das hier hinstelle, erstmal kommt die Staffelei weg. Die stelle ich irgendwo anders hin, wo sie gut passt. Und jetzt positioniere ich das möglichst gut. So. Dieses Haus sieht ja auch so ein bisschen aus wie ein Schiff. Und dann finde ich es ganz gut, wenn wenigstens irgendwie ein bisschen was Segelähnliches da drauf steht auf einer der Terrassen oder so. Es ist natürlich nicht richtig wie ein Segel, ganz klar. Aber es hat so einen leichten Segelflair. So, ich denke mal, das kann man noch deutlich weiter hier an den Rand schieben. Ja, so, dass es nicht rausguckt. Denn da will ich dann diese Sitzgruppe drunter platzieren. So nach dem Motto schattenmäßig. So. Okay. Ah, das geht nicht so optimal. Ah, jetzt steckt das Ding da durch und ja, so wird's besser. Dann kann man das hier noch ein bisschen nach hier ziehen. Vielleicht so. Und dann passt dieses hier auch besser hin. Jetzt muss ich es nochmal drehen. Ja, so passt es doch fast ideal. Und dann kommt hier noch dieses kleine Feuerplätzchen hin. Das finde ich klasse. Und für die Yogamatte ist auch hier noch genug Platz. Dieses andere Ding kann man vielleicht hier unten aufbauen. So. Jetzt. Die Staffelei wollte ich ja so haben, dass man die Stadt gut zeichnen kann. Das wäre dann aber so nötig. Und jetzt steht sie zu dicht an der Yogamatte. Tja, Yogamatte, du musst leider weichen oder stelle ich sie... Ich kann sie so hinstellen. Weil es ist einfach schön mit Blick aufs Meer oder mit Blick über die Stadt sein Yoga zu machen. Dann ist zwar dieser Bereich nahezu völlig ungenutzt,
außer diesem verlorenen Meditationshocker. Aber da hatte ich ja gesagt, da wird mir noch was einfallen, da kommen ja noch tolle Objekte und dann freut man sich, wenn man noch Platz hat. Ja, ich denke mal, das lasse ich jetzt so. Hier unten stelle ich jetzt noch mal eine Grillabteilung hin. Dann besteht zwar immer die Gefahr, dass die Sims, wenn sie hier kochen, plötzlich rausrennen und dort arbeiten. Ja, oder ich mache hier keine Theke hin, sondern nur einen Grill und irgendwie kleine Tischchen. Da machen die das nicht. Ich denke mal, das ist sinnvoll. So. Denn das Problem besteht nur, wenn man den Grill mit Theken umgibt. Was schon Vorteile hat, weil dann können die auch gleich Geschirr waschen, aber ich kann auch einfach einen Mülleimer dahinstellen. So, kleine Tische müssen dann da aber schon hin. Gucken, na, den stelle ich besser etwas mehr hier hin. Und vielleicht mit einem Rauchmelder. Denn die Kids gehen gerne, wenn sie Teenies geworden sind, gehen sie gerne gleich hin und grillen erstmal ein und dann wird doch gerne mal ein Feuer veranstaltet, unabsichtlich. So. Da nehmen wir jetzt irgendwelche schlichten Tische. Eigentlich wäre mir eine Theke lieber. Aber dann kochen die Sims immer draußen, wie ich erzählt habe. Tja. Ist das jetzt gut? So richtig begeistert bin ich nicht. Warte mal, es gibt doch auch so Schränkchen, die geschlossen sind. Also hier sowas in der Art, aber ein bisschen tiefer. Also im Prinzip Theken, aber keine Theken. Wie wär's damit? Auf jeden Fall witziger als diese Glastische. Und hier so ein Klotz. Tja. Sieht so ein bisschen hölzern und kaputt aus, aber vielleicht ist das ja gerade der Schick dabei. Ich guck noch mal weiter. Es soll ja auch nicht wie ein Nachttisch wirken. Und die wirken nicht wie ein Nachttisch. Dieser hier aber auch nicht. Und diesen hier. Ich probiere mal, wie das aussieht. Nicht so gut. Irgendwie ist dieser Holzklotz ganz drollig. Ich bin zwar noch nicht 100% entschlossen. Dieses hier sieht eigentlich schicker aus. Das wäre bläulich. Das passt farblich schon gut. Könnte man vielleicht so hinstellen. Oder mit diesem nach vorne. Ich glaube, das mache ich. So. Dann kann man da nämlich die fertig gegrillten Sachen hinstellen. Ja, und dann kommt ein großer Mülleimer hin und da kann man dann auch das ganze Grillzeugs entsorgen. Und dann ist gut. Gibt es den hier auch in Schwarz? Nee, leider nicht. Dann nehmen wir den hier in Schwarz. So. Den Müll brauchen Sie ja sowieso. So, es ist ja eine riesige Terrasse. Naja, da war ich irgendwie von dem Kugelbad, das habe ich als Maß aller Dinge genommen. Ja, und eigentlich könnte die Terrasse kleiner sein, denn
Das Grilldings verliert sich ganz. Ich hatte eigentlich gedacht, ich mache hier einen Grillplatz und dann kann man hier sitzen, aber es ist ja alles viel zu riesig. Jetzt gucke ich erstmal, in welchen Farben es das gibt. Tja. Naja, vielleicht ist das am elegantesten. Den stelle ich so ein bisschen schräg hin vielleicht. Dann kann man hier so ein Sitzeck machen. Und ich glaube, ich mache diese ganze Vorterrasse kleiner. Dann kommt nämlich einfach das Kugelbad hier hin und die Rutsche dahin. So, denn die Rutsche ist ja viel kleiner. Oh, aber dann steht sie hier vor dem Eingang. Das ist nicht gut. Dann kommt die Rutsche hier hin. So. Jawohl. Und da mache ich jetzt diesmal keinen Sandkasten drumrum, weil das ist ja eigentlich auch nur Deko. Und vielleicht mache ich die ganze Grillgruppierung dann hier hin. So. Erst den und den Mülleimer mache ich hier hin. So. Und der Feuermelder, der kommt dann halt einfach hier drüber. So, dann ist hier nämlich mehr als genug Platz zum Essen und jetzt mache ich das alles etwas schmaler. So. Okay. Aber die Treppe kann ich bestimmt wieder nachziehen. So. Treppe, du sollst hier hin. Jawohl, so ist doch gut. Ja, jetzt ist es nicht mehr so überdimensioniert. Dann könnte man vielleicht sogar. Ich überlege, ob ich das Puppenhaus dorthin mache. Weil jetzt ist hier immer noch ganz viel Platz. Jetzt kommen hier erstmal zwei so Sitzgelegenheiten und dann ist das erstmal gut. Ich wollte ja auch noch den Keller machen. So, solche Bierbanktische gibt es doch auch noch in etwas schicker und moderner heutzutage. Das hier mit Schirm ist, glaube ich, wieder sehr rustikal. Ja. Ich liebe es ja so. Für Brindleton Bay genau das Richtige. Aber hier leider nicht so passend. Und diese hier, die sehen so, ja, mehr wie so für so einen Spielplatz aus. Obwohl das hier würde gehen. Ich denke mal, die kann man einfach so nehmen. Dann stellen wir zwei solche Tische hierher. So oft essen die ja auch nicht draußen. Aber manchmal sitzen sie sogar auch draußen und machen draußen die Hausaufgaben. Okay. Ja, dann hat jetzt einer Schatten und einer nicht. Und das ist aber auch in Ordnung. Und was mache ich hier noch? Ich könnte natürlich das Klettergerüst da hinstellen. Dann hätte ich das beim Spielen auch besser im Auge. Also wenn ich die Schulkinder hochleveln lasse, dann kann ich denen sagen, hier, ihr geht malen und du gehst klettern. Das wäre von Vorteil. Ich denke, das mache ich einfach erstmal. Und die Schaukel kann dann ja hier hin.
Oh, und ich wollte ja noch eine so eine Wasserrutsche machen. So. Wo finde ich denn die am ehesten? Vielleicht bei Aktivitäten. Na, auf jeden Fall kommt ein Planschbecken hinten in den Garten. Ich stelle die Sachen erstmal hin, weil den Garten richte ich erst ein, wenn das Terrain-Tool da ist. Dieses hier soll ja alles auf so einem Hügel sein. Und ja, so ein leichter Hügel. Und da kommt, muss ich dann alles andere entsprechend danach einrichten. Aber ein Planschbecken muss auf jeden Fall sein für den Sommer. Und ja, vielleicht finde ich das auch hier bei den Kindersachen. Kinder. Verschiedenes. Nö, ist ja interessant. Tja, vielleicht benutze ich die auch deshalb so selten, weil man die nicht so auf Anhieb findet, die Wasserrutsche. Ich guck mal, und ob man das unter der Bezeichnung Rutsche findet. Rutschen in verschiedene Kinder? Nee, das sind die da. Und mal gucken, ob mit Wasser. Wasserfall. Brackiges Wasser. Nee, ist ja richtig krass. Vielleicht ist es bei den allgemeinen Aktivitäten und Fähigkeiten, weil ja auch Erwachsene da rutschen können. Da gibt es diese hier. Und es gibt die mit dem Hai. Ich finde ja eigentlich diese schöner, aber ich glaube, diese hier ist generell beliebter, weil man da so durch diesen Hai durchrutscht. Ich nehme mal die mit dem Hai. Und stell die erstmal hier so in die Ecke. Weil ich denke mal, der Hügel, den ich machen will, der hört hier allmählich auf. So, und wegen des Hügels mache ich auch sonst draußen jetzt noch gar nichts. Ja, weil das wird dann ein gewelltes Gelände. Jetzt, für den Keller habe ich fast keine Zeit mehr. Ganz toll. Fertig mache ich den Keller sowieso erst, wenn Jenny schon eingezogen ist. Da habe ich mich schon damit abgefunden, dass ich den nicht fertig kriege. Aber ich möchte ihn gerne schon mal anfangen. Erstmal ein paar Lampen reinstellen, damit das nicht so finster ist. So. Ja, und wahrscheinlich muss ich den von der Form her ein bisschen ändern. Ich hoffe mal, dass das auch mit gewelltem Gelände problemlos ist. Erstmal möchte ich einen Vorraum machen. Und zwar will ich, dass man nicht durch den Partyraum gehen muss, um in den Wellnessbereich zu kommen. Das war ja in dem letzten Haus so. Denn ich will den Partyraum abschließen können, damit die Jenny nicht immerzu zur Bar rennt. Das ist irgendwie nervig, finde ich. Und darum mache ich jetzt hier so einen Vorraum. So, wo sich dann die Räume, wo die Räume sozusagen abgehen. Tja, wenn ich jetzt wüsste, wie groß der Tresor ist. Ich glaube, ich mache es hier noch ein bisschen größer. Denn hier möchte ich auch einen Tresor abgehen lassen. Also den kann man hier in so eine Wand schieben und dann ist der praktisch dahinter. Und in dem Tresor kann man dann Techtelmechteln und Geld unterbringen. Dann würde ich auch vielleicht einfach mal 1 Million oder so in den Tresor legen, damit Jenny nicht immer mit so wahnsinnig viel Geld in der Tasche rumlaufen muss. Ja, und dann ziehe ich einfach mal hier eine Wand und nehme die Türen. So, ich habe doch da diese Schiebetüren irgendwo, ja, da. Diese.
Weil es ist ja schon okay, wenn man in den Partyraum reinguckt und wenn man auch in den Wellnessraum reinguckt, würde ich mal sagen. So. Ja, dann geht das hier zum Partyraum. Der Partyraum ist dann halt so um die Ecke. Dann ist hier die Tanzfläche und hier kommt man vielleicht erst in so eine Sitzgruppe rein oder so. Und der Wellnessbereich, ja, der ist dann halt hier riesengroß. Da kommt auch wieder ein Fitnessbereich rein. Und das finde ich okay, wenn Jenny von selber in den Fitnessbereich geht. Ah, den mache ich jetzt gleich mal. So. Muss ich mal gucken, ob das reicht. Wir können ja auch beliebig noch erweitern. So, diese Lampe, ja, die war mitten in der Wand drin. Und das kriegt auch eine Tür, damit man überhaupt rein kann. So. Und auf jeden Fall brauchst du ein Laufband und so ein Muskelgerät. Denn wenn man so viele Babys kriegt, dann setzt man ja auch schnell mal Speck an. Und dann ist es gut, freue ich mich, wenn die Jenny gerne freiwillig regelmäßig trainiert. Ist das ein cooles Laufband? Das hier sieht irgendwie wellnessmäßiger aus. So. Und ich mache es aber ohne Fernseher, weil sonst rennen sie wie die Gestörten immer dahin, nur um Fernsehen zu gucken. Gucken. Und einen Fernseher gibt es ja hier nicht, weil die sonst die ganze Zeit immer nur Fernseh gucken. So, und dann nehmen wir hier auch noch den Wellness-Boxsack. Und das reicht. Als Fußboden nehmen wir einfach mal diesen hier. Fürs Erste. Überall. Damit schon mal ein Fußboden drin ist. Und als Wand nehme ich erstmal dieses hier, damit schon mal Wand drin ist. So. So. Hier kommt noch eine Tanzfläche hin. Also ich platziere einfach schon mal die Sachen, die ich dort unbedingt drin haben will. Und ein, ja, schön ausbauen tue ich die Räume dann erst später. Wahrscheinlich erst, wenn Jenny schon eingezogen ist. Aber man könnte es dann schon mal benutzen. Und das ist doch auch schon mal was wert. So, wo sind denn noch mal die Tanzflächen? Hier sind sie. Groß, ja. Das sieht irgendwie cool aus. Wie Lava. Hat was. Mal die Farben durchgehen. Das ist auch nicht schlecht. Das letzte hat auch was, aber ich finde es irgendwie mit Schwarz etwas cooler. Ich nehme das wegen Lila. So, und dann gönnen wir uns natürlich wieder dieses DJ-Pult. Das können wir uns ja diesmal in Schwarz holen. Und die speziellen Tanzlampen, die verwechsel ich manchmal mit der Bühnenbeleuchtung. Die sehen nämlich so ähnlich aus. Und ich weiß jetzt nicht, wo man die findet. Naja, dann lasse ich das vielleicht erstmal. Eine Bar kommt hier rein. Darum muss es ja auch abgeschlossen werden, weil Jenny sonst ständig an die Bar rennt. So. Tja, jetzt habe ich hier schon mit Lila angefangen. Das Türkis passt da ganz gut zu. So.
Dann machen wir hier ein paar Sofas hin. Ah, und diesen Tisch in Schwarz, den könnte man vielleicht hier hinstellen. Dann kann man hier auch einfach Partys feiern, wo man ja Gäste zum Essen einlädt und so weiter und so fort. Und da könnte man vielleicht auch so einen Brunnen dazustellen. So ein Schokobrunnen. Brunnen der Heiterkeit. Okay. Gut. Jetzt ein paar schicke Sessel, Sofas. Könnte man solche Restaurant, Sofas hinpacken? Wäre vielleicht ganz witzig. Ein so ein Ding in die Ecke. So. Und dann hier so entlang. Hier noch was. Dann hat man jetzt auch genug Sitzgelegenheit. Und mehr mache ich da jetzt gar nicht, denn eigentlich ist die Folge schon zu lang. Aber man könnte hier schon mal rein und es irgendwie nutzen zum Tanzen oder so. Und dann mache ich hier einen Pool hin. So. Okay, das ist dann der Saunapool. Und bei dem alten, da war der Pool ja hier angeschlossen an das hier und konnte man dann sehen. Das liebe ich immer sehr, aber ich denke mal, hier ist die Distanz zu groß und dazwischen soll ja ein Hügel sein. Also geht das diesmal nicht. Und so ist auch in Ordnung. Und dann mache ich diesmal nur einen Saunaraum, dachte ich. Weil zwei Saunaräume sind überflüssig. Man braucht keine zwei Saunaräume. So, wo ist denn die Sauna? Na, bestimmt findet man die in der Suche. Ja. Sauna von Steinzeit. Dann nehme ich lieber hier die Holzsauna. So. Okay, Wand. Gut, jetzt kommt man hier natürlich nicht rein, aber es muss ja sowieso auch noch ein Bad hin. Da mache ich jetzt vielleicht einfach ein kleines Klo und dann offene Wellnessduschen. So, da reicht dann hier so ein Klo. Und ein schwarzes und kaputtbares und ein Waschbecken. Das sieht schick aus. So. Da brauche ich jetzt noch Türen. Tja, nehme ich hier so eine Tür. Na, die ist nur für Männlein und Weiblein getrennt, das will ich nicht. Oder ich nehme so eine Tür, wie ich sonst habe in dem Haus. Und für die Sauna nehme ich eine Glastür. So. Diese hier. So. Okay. Dann kommt natürlich auch noch ein Whirlpool rein, weil viele der Kinder werden ja gerne im Whirlpool gemacht. So. Neben die Sauna. Und dann kommen hier noch diese Wellnessduschen hin. Da sich in denen niemand schämt, kann man die einfach so hinstellen. So.
Jetzt ist das hier schon ein funktionierender Wellnessbereich. Also man kann in die Sauna gehen, man kann in den Whirlpool gehen, man kann duschen und aufs Klo. Was auch ganz praktisch ist, falls es hier oben mal zu Stauungen kommt, weil ich habe ein bisschen weniger Duschen und Klos eingebaut als vorher, kann man immer noch hier unten hingehen. Ja, und es ist jetzt nicht ausgefeilt und gar nichts. Das muss ich dann ein andermal machen. Das werde ich jetzt aber einfach nicht schaffen. So, ich versuche mal die Lampen ein bisschen besser hin zu platzieren. Die ist hier drin, ja. Fitness kann man auch machen. Also die wichtigsten Funktionen sind gegeben, sozusagen. Ja, und hier haben wir noch sehr viel Platz, um schöne Sitzgelegenheiten zu machen, den Pool zu vergrößern. Dann hat man hier auch ein richtiges Hallenbad. Vielleicht könnte man hier sogar auch noch, ja, nochmal Yogamatte und so. Yogamatte müsste noch hin. Das kriege ich jetzt noch unter auf die Schnelle. So. Vielleicht kriegt man sogar zwei Yogamatten unter. So. Der stört ein bisschen im Eingangsbereich. Ich lasse es mal bei einer erstmal. Und dann kommen hier noch Sitzgelegenheiten und so. Okay. Also wenn ihr jetzt der Meinung seid, das sieht alles furchtbar kahl und unfertig aus, finde ich auch, es wird noch anders, ganz klar. Aber die wichtigsten Sachen sind schon mal da und können benutzt werden. Und das finde ich ganz gut, weil dann kann man schon mal ein Baby in der Sauna oder im Whirlpool machen. Und ja, hat einfach mehr Optionen als nur im Bett. Wobei die nächsten Babys nach dem Umzug bestimmt alle erstmal in dem tollen neuen UFO-Bett gemacht werden. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.